Einen wunderschönen guten Abend, liebe Besucherinnen und Besucher. Herzlich willkommen in unserer St. Johanneskirche in Bochum. Ich sage jetzt ganz bewusst in unserer Kirche, weil wir, ich glaube, es haben viele mitgekriegt, in den letzten Tagen ging es sehr hin und her zwischen, wo sind wir denn, wo spielen wir denn jetzt drin, draußen drin. Und wir haben uns gestern Abend erst ganz spontan dazu entschieden, hier reinzugehen, weil ja dieses Wetter da draußen recht schwierig heute ist. Wir wollten eigentlich den heutigen Abend und das Konzert nutzen, um, sagen wir, auch so ein bisschen den Abschluss unserer Bauarbeiten hier zu feiern. Wie ihr seht, oder wie Sie gerade sehen, ist noch nicht alles fertig. Noch einfach nicht ganz so, wie wir es gerne hätten jetzt zu dem Zeitpunkt. Aber ich glaube, das hält uns auch nicht davon ab, trotzdem zu feiern und uns einen schönen Abend zu machen. Wir haben nur ganz kurz, man sieht es ja hier jetzt auch ganz wunderbar, wir haben einen neuen Putz hier rundherum unter den Türen. Viele erinnern sich, glaube ich, das war mal ein sehr hässlicher schwarzer Anstrich und ein alter Putz, den haben wir auch getan, das ist alles weg. Wir haben draußen einen neu verputzten Turm, der, ich glaube, wenn das Gerüst weg ist, ganz, ganz toll aussehen wird und leuchten wird. Und man sieht es jetzt schon vereinzelt, es gibt schon neue Pfeiler, die Empore tragen, aber sagt keine Angst, es fällt keiner runter, es ist alles abgestützt. Draußen sind auch schon zwei neue und die restlichen werden auch bald hier noch einziehen. Genau. Das nur so ganz kurz zum Warmen und ja, ich würde jetzt gern, achso, nur ganz kurz noch dazu zu sagen, dass es jetzt hier so ist und wir hier so sein können, ist, glaube ich, ganz vielen Menschen zu verdanken, die, ich sag mal, gestern Abend ganz spontan und heute ungefähr noch hier ganz viel getan haben und gearbeitet haben. Und ich glaube, es ist einen großen Applaus wert und auch so laut, dass es die Männer am Grillen hören. Es ist einfach schön, dass wir hier heute sein können. In der Gegend in Graz, ganz viel unterwegs mit seinen Auftritten und Konzerten. Ich glaube, ein leidenschaftlicher Musiker, Liedermacher, der schon von Kindheit an Musik macht, Gitarre und Akkordeon spielt und da auch noch verschiedenste andere und Harmonika Instrumente und in seinen Konzerten Lieder spielt, interpretiert auf seine Art, Leute damit verzaubert und begeistert. Und ich glaube, das wollen wir heute Abend auch. Und begrüßt ganz herzlich mit mir einen ganz großen Applaus, Ronald Gessler. Ja, vielen Dank. So viel Lorbeeren von mir. Ja, ich freue mich ganz besonders, dass die Kirche so voll ist und dass ich es mal geschafft habe, hier zu spielen. Da drüben habe ich schon mal geschafft vor vielen Jahren, jetzt hier in der wunderschönen Kirche. Und ich wünsche uns einen wunderschönen Abend mit hoffentlich guter Musik. Und Sie dürfen mitsingen, natürlich. Alle dürfen mitsingen. Solange ich es so mache, ist es total in Ordnung. Sie dürfen mitsingen. Ich freue mich.